Mein heutiger Stadtspaziergang im zweiten Wiener Gemeindebezirk ist eigentlich eher eine Stadtspazierfahrt, denn ohne Auto hätte ich die Entfernungen nicht bewältigt. Ja, diese alte Schamottfabrik steht am Beginn der Aspernallee im zweiten Bezirk. Diese Aspernallee führt dann zum Lusthaus und einen Zwischenstopp machen wir hier. Bei der kleinen Wallfahrtskirche Maria Grün. Was mag sich hinter diesem Transparent wohl verbergen? Nun ganz einfach. Wiens einziges reguläres Baseballstadion. Und nun wollen wir eine Runde um das Wiener Lusthaus drehen. Und dabei möchte ich euch gleich ein bisschen was über die Geschichte dieses Gebäudes erzählen. Es wurde nach der Öffnung des Praters für die Wiener Bevölkerung, knapp vor 1800, nach Plänen von Isidore Carnevale neu aufgebaut, nachdem es vorher schon eigentlich bestanden hatte. Viele Festivitäten, wie auch die kaiserliche Feier zum ersten Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, wurden hier durchgeführt. Adel und Bürgertum trafen sich gerne hier und mittlerweile befindet sich ein Restaurant dort. Und wo Pferde sind, da ist es dann auch nicht mehr weit in die Freudenau. Wer sagt übrigens, dass sich Drahtesel und Pferde nicht vertragen können? Ebenfalls in der Freudenau befindet sich der Wiener Golfclub. An der Donau gelegen befindet sich die buddhistische Pagode Wiens. Wenn man diese Pagode, die übrigens keinen Eingang hat, also innen nicht begehbar ist, von außen umrundet, sieht man Szenen aus dem Leben Buddhas. Von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt. Und von der Pagode flussabwärts, einige Kilometer noch fast, sehen wir das Kraftwerk Freudenau. Und hier haben wir einen kleineren Familienausflug auf der Donau. Das größte Sport- und Veranstaltungsstadion Österreichs steht im zweiten Bezirk und es ist das Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater. Und hier naht aus Richtung des Stadions eine U-Bahn. Und während wir diese U-Bahn verfolgen, können wir einen Blick nach oben schwenken und sehen das Wahrzeichen des neuen Wiener Messegeländes, den Messeturm. Überhaupt entstand hier im zweiten Bezirk entlang der U2 und
im Bereich der Kriau, ein sehr modernes Viertel mit vielen glasbetonten Häusern und Gebäuden, die zum Teil Büros, zum Teil aber auch Universitäten beinhalten. Die Johannes von Nepomuk-Kirche in der Praterstraße beeindruckt im Inneren vor allem durch einen monumentalen Kreuzweg, den wir hier mal jetzt gemeinsam kurz unter die Lupe nehmen werden. Interessanterweise war Johann Nestreu zu Lebzeiten ganz sicher nicht im Nestreuhof, den wir hier sehen. Er wurde nämlich erst knapp vor 1900 erbaut, ist daher ein Jugendstilbauwerk und größer könnten Gegensätze wohl nicht sein als derjenige, der hier genau gegenüber vom Nestreuhof steht. Und wo findet man wohl ein Restaurant im Dreivierteltakt? Geheimnis wird gelüftet, der Praterstraße 54, denn in diesem Haus wohnte, natürlich zu seinen Lebzeiten, der Walzerkönig Johann Strauss. Einen hätte ich noch aus der Praterstraße. Was für eine merkwürdige Kreatur bewacht denn hier ein Haus? Eine Dogge? Fehlanzeige, auch nichts Schreibfehler. Tatsächlich der Dogenhof, benannt nach den ehemaligen Adeligen in Venedig. Und am Ende der Praterstraße blickt jener Herr von seinem hohen Podest herunter, Admiral Tegetthoff. Der wurde hier nicht angehobt im Hintergrund. Und die Schiffsfortsätze an der Säule symbolisieren die Siege in seinen Seeschlachten. Womit auch schon klar wäre, wir befinden uns am Ende der Praterstraße, genauer gesagt am Praterstern, wo hier der Bahnhof einigermaßen ausgebaut werden soll. I'm just sitting here watching the wheel go round and round. Wer kennt diesen Song übrigens? Nicht lange raten, die Auflösung folgt. John Lennon. Und welches ist das Wheel, das wir hier round and round goen sehen? Es ist natürlich das Riesenrad im Wiener Prater, eines der bekanntesten Wiener Wahrzeichen. Und sie dreht sich doch. Frei Abwandlung des berühmten Zitates, dass Galileo Galilei in den Mond gelegt wurde, das er allerdings nie getätigt hat. Gleich benachbart vom Riesenrad steht das Wiener Planetarium und auf der anderen Seite des Gallant Wheels befindet sich der Wurstelbrater, den wir ja schon bei der Folge Wien bei Nacht näher kennengelernt haben. Ja, und diese Inschrift auf diesem Gedenkstein verrät uns, wo wir uns jetzt befinden, nämlich am Mexikoplatz
im 2. Wiener Gemeindebezirk am Ufer der Donau. Und wie wird wohl eine Kirche heißen, die am Mexikoplatz steht? Gut geraten, wenn ihr gesagt habt, Mexiko-Kirche, ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Eigentlich heißt sie Kaiser Franz Josef Jubiläumsgedächtniskirche oder auch Franz von Assisi Pfarrkirche im 2. Bezirk. Und diese Kirche, besser gesagt der nun folgende kurze Spaziergang hinein, bildet auch den Abschluss meines heutigen Stadtstreifzuges. Diese Pietà in der Kaiser Franz Josef Jubiläumskirche oder Mexikokirche wurde 1904 extra im Vatikan für diesen Anlass angefertigt. Und mit diesem Innenschwenk aus der Jubiläumskirche endet mein heutiger Stadtspaziergang, der euch hoffentlich einiges Bekanntes und weniger Bekanntes aus dem 2. Bezirk gezeigt hat. Mhm.